Willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation. Ich habe wieder Videos rausgesucht, die diese Woche veröffentlicht wurden und die uns einen kleinen Blick auf kommende, hoffentlich, Spieler-Highlights gewähren. Los geht's mit der Ankündigung des Ego-Shooters Scathy oder Scath. Ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Das ist ein Spiel, das 2022 noch für PC, PlayStation und Xbox rauskommen soll. Und nächste Woche findet ja das Steam Next Fest statt, zwischen dem 21. und 28. Februar. Und da werdet ihr über Steam euch eine kostenlose Demo herunterladen können und den Shooter schon ausprobieren können, auch wenn das natürlich nur ein kleiner Einblick in die spätere Vollversion wird. Mich erinnert das bislang gezeigte Material sehr an Shooter im Stil von Serious Sam, also eher bodenständige Shooter, die sehr schnell sind, ein ausgefallenes Waffenarsenal bieten, aber zum Beispiel auf Effekte wie ein Grappling Hook oder Double Jumps, Dashes oder Wallrunning verzichten. Dafür gibt es aber zum Beispiel Drop-In-Drop-Out-Koop. Dieses Video wird euch präsentiert von E wie einfach. Volle Power Gaming mit E wie einfach und PlayStation. Was würdest du für eine PlayStation 5 tun? Dich unter Strom setzen? Dein Computer runterfahren? Brauchst du nicht, denn bei uns gibt's jetzt die PlayStation 5 zum Ökostrom dazu. Das ist volle Power Gaming. Jetzt wechseln und Bundle sichern. Einfach auf ewieeinfach.de. E wie einfach. E wie Energie. NCSoft hat uns diese Woche einen kurzen Ausblick auf einige der kommenden Spiele der Firma gezeigt. Los geht's mit Project E, das ist ein storylastiges Online-Rollenspiel, zu dem bislang noch nicht viel bekannt ist. Project R wird ein Battle-Royale-Spiel aus der ISO-Perspektive und wohl eher für den Mobile-Markt ausgelegt werden. Project M ist eher eine Art interaktiver Film, deshalb kommen auch viele Motion-Capturing-Aufnahmen zum Einsatz. Blade & Soul S wiederum ist ein Singleplayer-Rollenspiel im Universum von Blade & Soul, bei dem man mehrere Charaktere sammelt und nach freischaltet. Und dann ist da ja noch TL bzw. Throne and Liberty. Das ist das, was aus dem vor etlichen Jahren angekündigten Lineage Eternal geworden ist und das MMO im Diablo-Gameplay-Stil, also erinnert auch ein bisschen an Lost Ark natürlich, soll noch dieses Jahr für PC und Konsole starten. This is Arrakis, a world of sand and death, brimming with terrible dangers, only matched by the resources and secrets it holds. Diese Woche gab es auch die ersten Ingame-Szenen zum kommenden Echtzeitstrategiespiel und 4X-Titel Dune Spice Wars. Das Ganze kommt über Funcom, die sich die Rechte an neuen Dune-Spielen gesichert haben. Entwickelt wird es allerdings von Shiro Games. Das sind wiederum die Macher von Northgard, also Leute, die auch wirklich viel Erfahrung mit Strategiespielen haben. Das Ganze wird aber kein klassisches Echtzeit-RTS-Spiel, sondern tatsächlich eher auch in Richtung 4X-Elemente enthalten. Das heißt, es wird auch viel auf die Wirtschaft ankommen, auf die politischen Beziehungen untereinander. Es wird wahrscheinlich auch Spionage oder ähnliche Elemente drin geben. Also alles auch ein bisschen größer vom Scope, also von der Skalierung, denn es geht ja am Ende um den ganzen Planeten, um den man da kämpft, und die Kämpfe auch etwas langsamer, als man sie vielleicht aus den alten Dune-Echtzeitstrategiespielen aus Westwood-Zeiten noch gewohnt ist. Spielen werdet ihr das Ganze aber schon sehr bald können, denn Dune Spice Wars soll noch im Frühjahr in den Early Access starten und wird da wahrscheinlich dann auch erstmal eine ganze Weile bleiben. Die Entwickler rechnen mit 9 bis 12 Monaten im Early Access, aber gut, sowas kann sich dann auch nochmal verlängern. Das Ganze ist übrigens ein reines Singleplayer-Spiel. An unknown strike team attacked Dower Synthetics. I'd like to tell you about a girl I saw. How many? Too many. Gear up. Here they come. In der letzten Trailer-Rotation gab es schon einen kurzen Clip aus Wanted Dead, dem neuen Mix aus Nahkampf, Schwert-Action und Shooter.
der für PC, PlayStation 5 und die neuen Xbox-Konsolen rauskommen soll. Allerdings wurde letzte Woche ja für den Valentinstag ein längerer Trailer versprochen. Und das ist er, das ist die längere Version des Wanted Dead-Trailers mit jeder Menge Gameplay-Szenen. Und wir sehen zwischendurch auch mal das Atomic Heart Café. Das ist ein Ort im Spiel, wo man dann zusammen mit seinen Teamkameraden, die man auch befehligen kann, eine kleine Pause einlegen kann, was essen kann, was trinken kann, um wiederum Buffs zu aktivieren, die man im Kampf nutzen wird. Einen genauen Release-Termin für das Spiel gibt es übrigens noch nicht. Bislang ist nur 2022 als grober Zeitrahmen angegeben. What can I say? I'm a central guy. Oh, shut the f*** up, Herzog. Am 25. Februar ist es endlich soweit, dann kommt Elden Ring, das neue Spiel der Dark Souls-Erfinder, für PC und Konsolen raus. Und nur für den Fall, dass ihr immer noch nicht wisst, worum es in dem Spiel geht oder was das überhaupt für eine Art von Spiel ist, hat Bandai Namco nochmal einen ausführlichen Erklärungstrailer zu dem neuen Spiel von From Software veröffentlicht. Enter the lands between. A place of boundless scale. An untold mystery, where your journey to reveal the fabled Elden Ring unfolds. Thou shouldst take the crown. The lands between is ruled by great heroes. Those who have inherited the blood of Queen Marika the Eternal. Someone must extinguish thy flame. You play as a descendant of the Tarnished. A group of heroes once banished from the lands between. When the Elden Ring was shattered, the very source of the Erdtree's blessing was disrupted, and eventually the exiled Tarnished found themselves being led once more by long-lost grace. I offer you an accord. As a Tarnished, you'll set off on a journey to the lands between, rich with mystery and fraught with danger, to face the former heroes of this world. The lands between comprises massive, dense play spaces, teeming with threats and brimming with the unknown. You'll face many fearsome enemies. Meet a wide variety of characters and discover hidden dungeons. Those who brave these catacombs, mines and caves, will find themselves adequately rewarded. Travel far enough and you'll eventually reach a legacy dungeon. A complex and intricately built dungeon map that connects seamlessly with the surrounding landscape. These sprawling environments offer their own style of tension and exploration, creating a different feel from that of your journey through the overworld. The lands between are vast and offer a high level of freedom for explorers. Use the map to assist with navigation. Place beacons and markers for places that catch your eye. Or fast travel to previously discovered checkpoints. For faster traversal, summon Torrent, your trusty spectral steed, at any time, anywhere outside of dungeon areas. Torrent offers excellent mobility, making it possible to venture further and higher into the lands between. Throughout your journey, you'll meet with many characters, each with their own motives and goals. I am the Lord of all that is golden. Help them pursue these goals, to reveal their backstories and learn of your shared place in this world. Player freedom extends far beyond exploring the lands between. Your character can be fully customized, from appearance to armor and abilities. Become a warrior, specializing in close quarters combat. A caster that excels at sorcery or incantations. Or, of course,
You could attempt to master a little of everything. An extensive lineup of equipment, weapons, magic and skills are waiting to be discovered, allowing you to develop your character in whatever way you wish. A keen adventurer may find item crafting useful, using materials picked up along the way. Many different items can be crafted on the fly, from arrows and firebombs to cured meats and other consumables that offer a range of benefits. The player may call upon spirits to fight alongside them. Spirits vary in type and behavior, so summoning them according to the situation is key. In particularly dangerous situations, you may choose not to engage the enemy, using stealth to outflank or escape. You can also join with players from other worlds to journey, explore, and challenge tenacious foes together. The expansive world of the Lands Between is abound with danger, intrigue, and mythological drama. Begin your adventure and reveal its secrets for yourself. Rise, Tarnished. Rise and become the Elden Lord. Wenn es um Weltraumstrategiespiele geht, dann erwarten uns 2022 ein paar große und spannende Namen. Homeworld 3 soll Ende des Jahres rauskommen. Zu Falling Frontiers hatten wir jetzt ja gerade ein Vorschauvideo, da soll ja auch dieses Jahr der Early Access starten. Und dann gibt es noch diesen Titel hier. Ixion, der ist jetzt noch nicht so bekannt, wird aber von dem Team hinter Warhammer 40k Mechanicus entwickelt. Eines der besten Taktikspiele mit der Warhammer 40k Lizenz, also von den Bulwark Studios kommt das. Und das Ganze ist so eine Art Survival Road Trip im Weltraum. Die Erde ist zerstört und man muss nun das Überleben der Menschheit sichern, indem man eine neue Heimat findet und dazu die administrative Kontrolle über eine gewaltige Raumstation übernimmt, die durchs All fliegt. Also man ist nicht an eine Position gebunden, sondern man fliegt tatsächlich von Raumsektor zu Raumsektor und auf ihrer Reise sowohl in Stand gehalten werden muss, als auch sich um neue Ressourcen kümmern soll. Beziehungsweise ihr müsst euch darum kümmern, dass ihr neue Ressourcen findet. Dazu könnt ihr Sonden ausschicken, ihr könnt andere Raumschiffe finden, beispielsweise Wracks von anderen Erkundungsmissionen. Ihr könnt aber auch auf Gegner stoßen. Und ihr müsst natürlich auch immer entscheiden, wie ihr die wenigen Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen, verteilt. Also in den insgesamt 6 Sektionen des Raumschiffs, was da gebaut wird, wo Strom hingeschickt wird, was repariert wird, weil natürlich auf dieser Reise durch teilweise auch gefährliche Weltraumgebiete die Station nach und nach beschädigt wird, repariert werden muss. Dafür braucht man dann wiederum Ressourcen und Energie. Und die fehlt dann vielleicht an anderer Stelle, um die Bevölkerung glücklich zu machen. Und wenn die unglücklich ist, kann es durchaus passieren, dass die eine Meuterei startet. Also viele Abwägungen, wo man dann auch überlegen muss, welche neuen Fähigkeiten man im Tech-Tree freischaltet. Und das Ganze sieht dann auch noch richtig cool aus und hat sehr so diesen Mystery-Weltraum-Faktor, was man gerade am Ende des Trailers nochmal sieht, wenn einem klar wird, okay, die eigene Raumstation ist groß, aber es gibt in diesem Universum wohl noch viel, viel größere, vielleicht nicht unbedingt von Menschenhand, aber zumindest erschaffene Objekte.
Und bleiben wir für den letzten Teil der Trailer Rotation noch ein bisschen länger im Weltraum, und zwar in dem von Star Wars, wo es für The Old Republic seit dieser Woche nach einigen Monaten Verschiebung nun endlich die neue Story-Erweiterung Vermächtnis der Sith gibt, die allerdings nicht sonderlich gut ankommt, im Gegensatz zu diesem Trailer hier, der absolute Wahnsinn ist. Konzentriere dich, Saha. Ich hab's geschafft, hast du das gesehen? Wow! Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren. Aber die Macht hat dich auserwählt. Gerade von langjährigen SWTOR-Spielern wird an dem neuen Add-on eigentlich fast alles kritisiert. Sowohl der überschaubare Umfang mit jeweils rund 3 Story-Spielstunden für beide Fraktionen, als auch das neue Interface bzw. Interface-Anpassungen mit unter anderem neuen Icons, als auch die Änderungen bei den Klassen und den Möglichkeiten, wie man den Charakter anpassen kann. Zerstöre diese Maschine und alle Aufzeichnungen davon! Herr Meister Orr! Malgus! Verräter! Geh! Schnell! Die Änderungen am Klassensystem sind auch durchwachsen, denn einerseits sind die Charakterentwicklung und die wählbaren Story-Elemente jetzt nicht mehr so eng miteinander verknüpft, andererseits wurden auf anderen Ebenen die Systeme auch vereinfacht und Features herausgenommen, die vorher verfügbar waren. Gut gemacht, mein Kind. Und jetzt gib es mir. Ihr hättet meinen Bruder retten können. Was? Wurde ich von der Macht auserwählt? Oder von euch? Dafür ist jetzt keine Zeit. Weißt du, was dein Meister da gerade zerstört hat? Saha! Hör mir zu. Eine Maschine gebaut, um jene zu finden, die die Jedi für unwürdig hielten. Schweigt! Gib es mir! Jetzt, Padawan! Noch ist es nicht zu spät. Gib mir die Pläne! Nein! Wir können deinen Bruder noch immer finden. Ich habe dich immer nur beschützt. Du
musst mir vertrauen. Tja, ein streitbares Add-on, das uns aber immerhin einen wirklich tollen neuen Star Wars The Old Republic Render-Trailer geliefert hat. Also immerhin etwas. Also schön. So. Es tut mir leid. Und auch ein wunderbarer Abschluss für diese Trailer-Rotation am Sonntagabend. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die Woche. Und nächste Woche sehen wir uns dann, beziehungsweise hören uns dann hoffentlich an dieser Stelle wieder, wenn hoffentlich wieder ein paar interessante Videos zu aktuellen und kommenden Spielen veröffentlicht wurden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz. Dein ganzes Leben warst du in einem Käfig, Padawan.